Dienstagmorgen, am 17. Jänner. Morgen hat es noch auf und Nachmittag tut es wieder zu. Aktuell haben wir die Schwanden 0 Grad und die Unterreger in minus 1. Jetzt ist 5 Grad im Zentrum. Mit Nachrichten bewegend. Die Schweiz muss beim Gasabkommen mit Deutschland und Italien zusammenarbeiten. Nach den Vorwürfen einer Corona-Informationsleck schaltet sich die Bundesanwaltschaft ein. Und die Entschädigungsinitiative kommt nicht zustande. Am Mikrofon ist Andrea Nützli. Ein Gas-Solidaritätsabkommen zwischen Deutschland und der Schweiz wird es nun zusammen mit Italien geben. Die Schweiz hat einer entsprechenden Forderung Deutschlands zugestimmt. Das geht aus einem bilateralen Treffen der beiden Länder am WEF in Davos hervor. Bundesrat Albert Rösti sagt nach dem Treffen: Wir haben Verständnis, dass Herr Habeck sagt, wenn wir es im europäischen Kontext alle Nachbarländer von Deutschland lösen wollen, muss Italien einbezogen werden. Und wir sind einverstanden, uns hier auch einzubringen, wenn die zwei Länder dies auch mit uns zusammen erarbeiten. Also für uns ist natürlich wichtig, dass sollte trotz allen Vorsichtsmaßnahmen, die jetzt laufen, eine Knappheit entstehen, dass hier letztlich die Schweizer Kunden gleich behandelt werden wie europäische Kunden und nicht diskriminiert werden. Die Bundesanwaltschaft trifft Abklärungen zu den neuesten Enthüllungen hinsichtlich Indiskretionen aus dem Innendepartement. Dabei geht es um die Frage, wie Mails und Gesprächsprotokolle aus dem Verfahren gegen den früheren Kommunikationschef von Gesundheitsminister Alain Berset an die Öffentlichkeit gelangen konnten. Konkrete Aussagen zum weiteren Vorgehen macht die Bundesanwaltschaft nicht. Berses früherer Kommunikationschef soll dem Blick-Verlag Ringe wiederholt vertrauliche Informationen zu geplanten Covid-Maßnahmen des Bundesrats übermittelt haben. Die während der Corona-Pandemie lancierte Entschädigungsinitiative wird zurückgezogen. Das hat der Initiativverein mitgeteilt und gleichzeitig seine Auflösung bekannt gegeben. Es fehle das Geld für die Weiterführung. Der Verein wollte mit der Volksinitiative in der Bundesverfassung verankern, dass in Zukunft niemand durch eine Pandemie in wirtschaftliche Not geraten sollte. Betriebe, Geschäfte und Kulturschaffende sollten in der ganzen Schweiz einheitlich entschädigt werden und nicht nach kantonalen Programmen. Nach eigenen Angaben hatte der Verein bisher rund 35.000 Unterschriften gesammelt. Nötig gewesen wären 100.000 Unterschriften bis Ende September. In Paris kommt eine Originalzeichnung der Comic-Abenteuer von Tim und Struppi unter den Hammer. Die Versteigerung des Titelblatts des Bandes von Tim in Amerika soll am 10. Februar stattfinden. Der Wert der aus dem Jahr 1942 stammenden schwarz-weißen Zeichnung wird auf bis zu 3,2 Millionen Euro geschätzt. Heute Morgen lockert es kurz auf, aber dort ist aber schon wieder zu. Bei den Abend liegt noch ein bisschen Schneeregen drin. Es gibt maximal 2 Grad in der Nacht. Und dann auch auf Mooren selber ran. Ist es wechselhaft zwischendurch noch mit Schnee. Bei weiterhin maximal 2 Grad. Dann der Donnerstag auf der bewölkten Seite. Richtung Alpen kann es mal locker gehen. Bei rund 0 Grad. Zentralverkehrsservice, Bücherpartner im Auto. 3 ab 5 sieht gut aus, aber dann haben wir keine größeren Verkehrsstörungen. Radiozentral, die Morgenshow mit Herz. Guten Dienstag, 17. Jänner, und heute Morgen bei uns geht es um das Thema Bioläden. Die haben den Ruf, dass sie immer teuer sind und jetzt, wo alles teuer wird, bei den Lebensmittelgaben, wir haben Posten in Bioläden. Ich kann auch Bio einkaufen, aber meistens nur einen grossen Teil. Für die kleinen Läden alle gar nicht. Es ist eben nicht so, dass das immer günstiger ist. Also wir haben viele Artikel, die mir gleichpreisig sind, zum Teil sogar günstiger. Und dann hat eine Studie gezeigt, dass Gewalt gegen Lehrpersonen ein Thema ist. Und da reden wir heute Morgen noch von Massnahmen, was man dagegen fordert. Unabhängige Ombudsstellen, Krisenkonzepte, die Unterstützung der unkomplizierten und unbürokratisch durch die Behörden, die Schulleitungen, die Schule. Es soll ein gewaltfreies Schulklima sein. Am Mikrofon heute Morgen, der Christian Zweig. Zentral am Morgen, präsentiert vom Fedam-Zentrum der Afrika-Schweiz.